Hier bist du. Ja, ich arbeite hier. Danke für die Info. Sag mal, wo warst du die ganze Nacht und warum gehst du nicht an dein Handy? Hast du angerufen? Würde ich sonst fragen? Oh, Akku ist leer. Oh, super. Ich habe mir Sorgen gemacht. Es tut mir leid, Rob und ich, wir haben uns hier irgendwie festgequatscht. Die ganze Nacht. Warum bist du dann noch nicht mal zum Frühstück hochgekommen? Wir haben uns dann nachher noch irgendeine Art Katerfrühstück gemacht. Ach so. Ist ja alles gut. Marvin. Und danach haben wir noch über irgendwelche beruflichen Sachen gesprochen. Aber dafür hatte doch die ganze Nacht Zeit, oder? Was habt ihr da gemacht? Nichts. Also nichts Schlimmes. Ich war mit Rob auf der Party von irgendeinem Musiklabel und Rob will versuchen, mich da ins Gespräch zu bringen bei denen. Ins Gespräch zu bringen. Olli, was will der Typ von dir? Hallo, ich spreche mit dir. Was weiß ich, der findet mich halt irgendwie gut, aber... Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich hab ihm gesagt, dass er es vergessen kann. Echt, Mann, was glaubst du denn? Christian, du kannst mir vertrauen. Aber jetzt muss ich echt arbeiten, sorry. Was ist zwischen dir und diesem Robert gelaufen? Nichts. Nichts. Und woher weißt du dann, dass er auf dich steht? Und Christian, sowas spürt man ja wohl. Ach so. Er hat dich angebaggert, richtig? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen? Was ist denn mit ein bisschen angebaggert? Hör uns das halt. Ach so. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Nein, das brauchst du auch nicht. Weil ich nämlich nur dich liebe. Ja, das sagst du am besten mal deinem Robert. Ach, das hab ich doch. Und außerdem weiß er das auch. Ich meine, ist ja wohl klar bei uns beiden, oder? Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre es auch besser, du würdest ein bisschen Abstand zu ihm halten. Das geht doch nicht. Rob und ich, wir arbeiten zusammen. Es geht ums No Limits. Nein, es geht um unsere Beziehung. Turm hier, hm? Pass auf. Hey, was ist denn los? Geht das vielleicht noch ein bisschen leiser? Christian, hat es dir die Sprache verschlagen, oder was? Warum sollte es? Außer, dass mein Freund von irgendeinem anderen Typen angebaggert wird, ist alles bestens. Aber da ist doch nichts gelaufen, oder? Mann, keine Ahnung. Zumindest hat Olli die ganze Nacht mit diesem Robert verbracht. Hey, danke für deinen Anruf. Ich habe schon überall nach dem Timer gesucht. Kein Ding. Und ein schöner Abend mit dir. Und ein schöner Morgen. Ja, fand ich auch. Ach, wirklich. Und übrigens, sorry wegen heute früh. Kein Thema. Nein, im Ernst. Du bist in einer Beziehung und das soll auch so bleiben. Und zwischen uns ist doch noch alles cool, oder? Klar. Okay, ich bin weg. Aber ich habe noch ein paar coole Ideen. Also, vielleicht treffen wir uns mal. Wie wär's mit heute Abend? Keine Sorge, dauert bestimmt nicht lang. Sicher. Was? Tisch 5 hätte gerne noch ein Kännchen grünen Tee. Mir gibt nicht auch auf was. Oh. Tja, vielleicht solltest du ein bisschen vorsichtiger sein. Christian und du, ihr seid echt ein super Paar. Du glaubst doch nicht, dass Olli... Ich meine, dass er was mit einem anderen anfängt. Nein. Aber... Keine Ahnung. Was weiß ich schon. Weißt du, haben die auch noch miteinander gefrühstückt. Ich trau diesem Rob einfach nicht.
So wie ich Olli kenne, machst du dir ganz umsonst einen Kopf. Im Ernst. Olli liebt dich. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass er mich betrügen würde. Gar nicht da? Doch. Das heißt, er kommt bestimmt gleich wieder. Miriam, ist er da oder ist er nicht da? Er ist da hinten. Pass auf, dann check ich schon mal, ob die beiden DJs Zeit haben. Super, dann kümmere ich mich um die PR. Wir sind ein absolutes Dreamteam. Was soll denn das? Rob ist verletzt. Unsinn, das war ein kleiner Schubser. Das ist so ein harter Kerl. Klar. Sicher? Ja. Ja. Vielleicht wäre da eine Entschuldigung fällig. Er knutscht dich ab und ich soll mich entschuldigen? Hallo, das war ein Abschiedskuss und noch nicht mal auf dem Mund. Okay, ich war vielleicht ein bisschen übertrieben. Solltest du vielleicht ihm sagen. Das war nicht okay, es tut mir leid. Ist ja ganz süß, dass dein Freund so eifersüchtig ist. Naja. Will ja nicht, dass ihr meinetwegen Beziehungsstress bekommt. Willst du nach Hause? Soll ich dich bringen? Lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das Christian gefallen würde. Und dann. Bis bald. Ciao. Du bist echt ein toller Freund. Und du lässt die Finger von ihm. Natürlich.